Dann steige ich mal ein vorne. Ja, mach mal, ich filme gerade. Mach mal. Der Tag fängt gut an. So wie es eben läuft, ne? Ja, ja, ja. Das ist mein Wochenende. So, hier haben wir den Schrannenplatz. Dieser Platz hieß bis 1945 übrigens nur Judenkirchhof. Hier befand sich der jüdische Friedhof der Stadt. Ihr habt quasi auf den ehemaligen jüdischen, oder neben dem ehemaligen jüdischen Friedhof genächtigt. Aha. Was bedeutet eigentlich Schrannen? Was bedeutet Schranne ist das Zeughaus da drüben, das ist das Ding hier. Ja, aber so die Bedeutung des Wortes Schranne. Lagerhaus. Lagerhaus. Also. Ja, schön. Ja. Man kann ja nicht doch mittendurch fotografieren, filmen. Ja, braucht sich aus fotografieren. Nee, der filmt. Bald drei Nacht. Diese Tore gibt es hier. Acht Stück hier an der Bahn, der Verteilung für die Besucher. Oder hinterhalb des Römischen Rathauses in der Oberfläche. Der Leichnam wurde dann an die Gemeinde Worms verkauft mit 1200 Kreuzer. Ja. Das war vor unserer Zeit. Ja, hey. Oben drauf ist ein Storchennest. Da kommt der Storch um. Storchennest. Ein sogenannter Liebesturm. Der Diebesturm befindet sich am Rüttelhaus. Das war das Stadtgefängnis bis 1844. Das ist heute unser Stadtarchiv. Ah ja. Morgen. Wir kommen jetzt zur Markus. Der älteste Turm aus dem 12. Jahrhundert. Und wenn ihr drei euch umdreht, seht ihr Markusturm und Diebesturm. Gucken durch die Strichen. Ja, da ist die wohl an der Stadtmauer rumgeackert. Wie viele Jahre so. Ja, bis sie die stehen hatten. Mit der Schubkarre. Tja. Nicht mit Kran. Ja. Kiste von der Post wurde hier gedreht. So, jetzt kommen wir hier rechts zur Rossmühle. War eine von Rössern betriebene Mühle aus dem 16. Jahrhundert. 16 Pferde haben hier auch auf zwei Etagen die Mühlsteine gedreht. Das waren insgesamt 4 Stück. Aha. Hi. Und das ist jetzt eine Jugendherberge? Das ist eine Jugendherberge. Toll. Herrlich, ne? Massives Ding. Da sind die Fenster, Alfons, ne? Ja, ja. Ich würde im Sauerland nicht lassen, so. Schmeichel dich. Das passt nur hier hin. Ja, das passt nur hier. Hier haben wir ein Das könnte ich mit dem Stock nicht alles ablaufen. Nee, das könntest du auch nicht. Zusammen fahren wir 4,5 Deswegen hatten Kilometer. Wir doch eine feine Idee, ne? Hab ich gedacht, guck mal, Richard, das wäre doch was für uns. Für den Lahm. Also, freie Liegestühle. Aha. Das sah so aus, als hätte ich nichts. Das Gerberhaus, alles was gestickt wird, haben sie
immer so. Daher kommt der Name. Gerber. Höhlein? Das Wort Höhlein leitet sich aus dem lateinischen Wort Planium ab, was sich leistet, flacher geebneter Platz. Das stand bis zum 17. Jahrhundert noch der Gemüsemarkt. Das Hochzeitspaar hatte ich jetzt nicht drauf. Aber man weiß gar nicht, in welche Richtung man gucken muss. Das ist überall schön. Ist ehrlich, so. Ja. Ich war jetzt gleich über den alten Stadtgraben. Die Außenfassade dieser Kirche war mal Teil der Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert. Guck mal hier, die Rosen waren schon. Kriminalmuseum. Ja, davor kommt das Kriminalmuseum. Ah, guck mal da. Und daneben geht's zur Hölle. Kriminal. Und so, ich Folterinstrumente und dergleichen angucken. Eines davon zählt ja schon, das ist die sogenannte Bäckertaufe. Kam ein Bäcker, hat ein Bäcker zu kleine Brötchen gebacken, kam er da rein und wurde in fauliges Wasser oder Jauche getunkt. Oh. Da in dem in dem Käfig. Der andere gotische Teil ist aber leider im Jahr 1506 abgebrochen. So hat man im Renaissance-Stil wieder dazu gebaut. Rechts befindet sich das Baumeisterhaus 1596. Die Figuren zeigen die Tugenden und Untugenden, die ein Mensch so hat. Was, die alle Untugenden, die der Mensch so hat? Ja. Die Tugenden und Untugenden, ja. Was mag heute? Wenn ich 5 Grad mit ihnen fahre, dann kann ich es auch. Bisschen Studiengebühren kommen aber an. Ja. Ja, das ist schon was. Das muss man schon können, den Leuten das schmackhaft machen. Alles ist ja herrlich hier auch. Glaube ich schon. Morgen. Die haben die Jakobskirche 1311 errichtet, 1480 fertig geworden, also 173 Jahre Bauzeit für diese Kirche.
So, hier haben wir die Wolfgangskirche. 1475 errichtet, die hier. Wolfgangskirche. Mhm. Der heilige Sebastian Wolfgang war der Schutzpatron der Schäfer und Hirten und hier durften sich die Schäfer und Hirten ansiedeln oder hierhin ihre besten Tiere verkaufen. An den Platz. Die Stadt durften sie eine Zeit lang nicht rein. Verschiedenen Zünften verteidigt. Jeder Handwerkszunft hatte einen Teil der Mauer zu verteidigen, die im Kriegsfalle zugewiesen wurden. Und Knaben hatten ab dem Alter von 14 Jahren hier schon den Wehrdienst zu leisten. So, wo ist denn euer Auto? Hier? Da oben. Das ist quasi zum Auto, oder? Da. Ja, wir wollen hier erst keinen mehr trinken. Das lädt. Jetzt nicht mehr. Ne? Das Kölner Auto. Heute nicht mehr. So, dann lass es immer raus. Ja, ne? Sehr schön. Ja. Ciao. Das ist mit Kohlensäure, ne? Ja.
selber entdecken. Achso, jetzt müssen wir das aus dem Kühlschrank holen. Was wir trinken wollen. Also, wie geht das jetzt? Und da kann man auch wieder Karaffe ins Wasser holen. Und die Figur hier. Ja. Mach mal weiter. Nee. Gut. Position gefunden. So, und da kann man abends Fernsehen gucken und den Sternenhimmel vom Bett aus. Und das Bett so drehen, dass man dort in Ruhe Fernsehen schauen kann. Setz mal den Kopfhörer auf. Setz dich mal dahin. In dein Cockpit. Setz dich mal in dein Cockpit und dann schaust du dir mal die Welt von oben an. Das würde alles automatisch laufen. Dreh dich mal rum mit dem Sessel zu mir. Dreh dich mal rum. Dreh dich mal rum. Noch mehr. Wo bist du denn? Ach, hier. Ja. Ja. So, Waffe reinkommen. Die ist gerade im Cockpit, okay. Elke. Okay. Schön. Aber ich müsste doch irgendwo das, was läuft, sehen. Ach doch, läuft. Da muss ja, Minuten, ja, so. Läuft jetzt. Die Wanne ist voll. Hier ist es gemütlich. Der Blick in die Landschaft vom Balkon, sehr schön.
Wie Karl der Dicke im Wochenbett. Dann mal stoppen und dann mal von der Seite. Ja. Ich mach mal einen schönen das Film. Nicht, dass ich gar nichts runterhaue dann. Ach, das ist aber schön. Stell ich mal hin. Guck mal, wie schön. Toll. Fängt der Tag wieder gut an. Oh, guck mal hier, euer Rührei. Ich stelle einfach mal hin, ja? Ich soll euch ansichten wegen dem schwarzen Becken und dem Quark. Ich habe gestern ein schwarzes Becken und ein Quark bestellt. Aha. Das war gestern zu spät. Alles klar, das er kommt morgen. Der kommt morgen. Ja, ja. Ja, gut. Okay. So. Und ihr frühstückt morgen auch, gell? Oder? Wir frühstücken ja auch. Dann lasse ich die Zettel hier. Morgen Dienstag. Ihr wisst Bescheid, ist wieder auszufüllen, gell? Und abzugeben. Aha. Solltet ihr noch etwas zum Trinken oder etwas nachbestellen, wäre hier eventuell die Nummer. Gell? Gut. Sehr ich schön. Ich komme später dann wieder alles holen. Prima. Okay. Dankeschön. Tschüss. Später. Besser der Dachschaden, desto besser der Blick in die Sterne.
Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Da war schnell dran, ey, du. Erzähl uns mal was. Auch wenn wir das Auto machen. Hier hinten kannst du wahrscheinlich Marmelade. Dahinter ist dann diese Tür für die Netze. Ha ha.
Stockholm und zwei Sterne. Ja, Norweger. Norweger, ja, die kleineren. Die kleineren. Ja, ja, ja. Da habe ich auch noch so ein bisschen Butsche mitgefahren. Ja, 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 dafür gehen die ganz gut. Dafür gehen die gut, die sind lieb. Ja. Ja, 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 die sind total lieb. Ja, ja, für Opfer bei uns hier fehlen man kaum. Da haben die Kinder langsam und dann haben die sich ein bisschen drum gekümmert um die Pferde. Oh, oh, oh. Wiedersehen. Ich bin sehr normal hier. Und ich fällt's. Sehr schön. Schön, ja. Das ist jetzt alles noch ein bis dahin zum Blatthofen. Ne? Da ist der Blatthofen rechts, der Langhofen links. Ja. Und dahinter das Flache dann die Seller. Ah, ja. Und die ganze Alm ist 5.500 Hektar. Hey. Größte zusammenhängende Hochalm Europas. Ja, ja. Und hier sind wir so auf 1850 Meter. Aha. Kannst du machen. Sister. So, dann komm aus dem Wege, der muss sich jetzt drehen. Ja. Komm nach hier. Ja. Der muss ein bisschen breiter. Dankeschön. Also du machst so viele Bilder, das sehen wir schon.
das eine Wespe da drin? Nee, die ist raus. Der passt auch auf, der Kutscher, dass seine Fliegen keine Wespen kriegen. Der macht immer mit. Hier gibt es ja noch Damm, aber. Wasser- und Terrassengärten.
Ja, schön. Gut, jetzt kannst du nach vorne. Guck, die Blätter, die sind bestimmt gut. Fahren, ja. Ich traue mich nicht jetzt dadurch zu gehen auf die eine Seite. Warum denn nicht? Nein, weil das nicht geht. Wenn du mich anfasst, ja, dann könnte ich vielleicht darüber gehen. Willst du darüber? Ja, klar. Er will mich doch mit dem Kopf sehen.
Aber lass mich nicht fahren. Ey, das geht zu schnell. Nee, mach doch ganz langsam. Angekommen. Ja, das ist das Problem. Weil du Angst hast. Wenn du keine Angst hättest, würde auch nichts wackeln. Das Wasser könnte nur noch raus so hoch sein. Ich kann nicht so lange. Das Kamera läuft. Alleine. Komm hinter mir her. Merke mir doch die Idee hier und so. Will ich dich richtig ins Wasser, soweit ich kann. Gleich kommen wir zurück dann, damit du auch die Mimik von vorne siehst. Ja. Der ist völlig entspannt. Der wird heute noch schwimmen, wenn man noch ein bisschen drin war. Alles gut. Alles gut. Jetzt mache ich nochmal die Beine hier hoch und dann ist. Ja, haben wir eine Prüfung, mach die Beine hoch. Ja. Richtig hoch. Ja, okay. So hoch wie du kannst, dann ziehst du dir hoch. Gut.